Reinkommen jetzt immer, ne? Ja. Und ich mach so ein bisschen Schnee. Wie machst du das? Ein bisschen Schnee. Eine Schneerassel ist das, ja? Oder was für eine? Eine Rassel. Eine Schneeklingel. Für uns eine Schneeklingel. Ja, man kann ja jetzt weißt du auch, was ein Hampelmann ist. Was ist ein Hampelmann? Was ist denn das? Das führe ich dir mal vor. Jetzt weiß ich das. Ja. Das habe ich dir schon mal gezeigt. Ja, und ich habe es wieder vergessen. Jetzt weiß ich es wieder. Schau mal, jetzt singen wir mal die Räuberbraut zusammen. Das ich bin auch ein Vergesser. Bist du auch ein Vergesser? Ja. Was hast denn du vergessen? Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Wie, du hast vergessen, was du sagen wolltest? Ja. Wie kommt das denn? Ich bin vergesslich. Glaube ich dir nicht. Doch. Was frag hast, meine Mama. Was hast du denn alle schon vergessen? Manche Kindergartenzeiten. Und ich bin noch nicht mal ein Jahr in der Schule. Dann kann man ja auch noch nicht sie alles merken, oder? Aber da ich ja ein Fotobuch von meinem Kindergarten gekriegt habe, deswegen ist es mir wieder eingefallen. Aha. Aber du hast den Text nicht von der Räuberbraut vergessen. Nein. Deswegen können wir den jetzt ja spielen, ne? Ja? Ja. Einfach das. Und ich mach so ein bisschen Regen. Ich mach den Schnee. Ein bisschen klepper, klepper. Ne? Jetzt los? Ja. War so schön wie Milch und Blut. Aber sie, so schön kommt noch dazu, weißt du? Ich habe gesungen, sie war so schön wie Milch und Blut, aber das ist ja verkehrt. Mama! Ja! Weißt du, sie war so schön Mama. Milch und Blut. Ja? Wir können auch ein Gedicht lernen. Was für eins? Das handelt von einer Zwiebel. Du weißt schon von der Tulpe die Zwiebel. Da bin ich mal gespannt. Habe ich den gerade erst gelernt. Dann bin ich mal schwer gespannt. Und dafür habe ich heute ein Super gekriegt. Was ist denn ein Super? Super. Ja? Super gemacht. Macht das die Lehrerin denn? Ja. Ja, wie sieht das? Schreibt die Super hin oder nur ein Lachgesicht? Nein. Wie sie hat einen Stempel. Ach, ganz viele Stempel, da ist ein Dino und da unten steht Super. Das ist ja klasse. Du bist ja auch so ein Superstar, ne? Ja. Mein Superstar. Also, dann und sag du mal, willst mit mir bald im Fernsehen, wa? Ja, das schön. Ja. Wenn wir so weitermachen, ne? Landen wir beide auch noch im Fernsehen. Deutschland sucht die Super Charlene. Deutschland sucht den Supermax mit der Super-Charlene. Deutschland sucht den Superstar. So heißt es. Ja. Was ist denn mit dem Gedicht? Ich bin gespannt. Jetzt so? So. Die Tulpe. Dunkel war alles und nachts. In der Erde tief die Tulpe schlief. Die braune. Was ist das für ein Gedicht? Wir sind gleich
wieder weg. Wir brauchen noch mal die beiden Trolle-Christen da oben, bitte. Alter, mal, ist noch mal los mit dem Gedicht. Hör zu. Gut. Die Tulpe. Dunkel war alles und nachts. In der Erde tief die Tulpe schlief die Braune. Was ist das für ein Gemunkel? Was ist das für ein Geraune? Singen die Vögel da droben, ja, und jauchzen und toben. Vor Neugier gepackt, hat die Zwiebel einen langen Hals gemacht und um sich geblickt mit einem hübschen Tulpengesicht. Da hat ihr der Frühling entgegengelacht. Das ist aber ein tolles Gedicht. Das ist ein richtiges Frühlingsgedicht. Ja. Das passt jetzt in die Zeit, ne? Ja. Ja. Es ist ja Frühlingsanfang. Ja, klar. Ja. Da gehen wir in den Wald auch, ne? Zur Räuberbraut. Und bei den Sommerferien in der Schule, ja? Da kann ich leider nicht zu dir. Hm. Da bin ich nämlich an der Ostsee. 10 Tage lang. Was machst denn du an der Ostsee? Ich bade. Und übernachte da. Ja, ja. Oh, ist doch toll, ne? Das gönne ich dir. Oh, du kommst ja wieder zu mir, ne? Mhm. Zum Weiterüben. Kannst du ein paar Ostseelieder singen? Mhm. Kannst ein paar lernen und bringst du die mit? Und oder ich lerne noch die wir schon gesungen haben. Die kannst an der Ostsee singen, ne? Ja, da freuen die sich, die anderen, die da mitfahren. Am meisten die Räuberbraut. Dann üben wir die noch ein bisschen, damit du die auch kannst für die Ostsee. Ja? Am meisten aber dem Ende müssen wir üben. Das Ende müssen wir noch ein bisschen üben, das stimmt. Den Anfang kriegen wir schon ganz gut hin, ne? Ja, ja, den kann ich auswendig. Also, gleich mal los. Mit dem Anfang, ja? Im tiefen Wald, in einem stillen Tal, da saß ein Mägdelein an einem Wasserfall. Wir können doch das Gedicht aufnehmen. Habe ich schon gemacht. Das Gedicht? Ja. Nochmal neu aufnehmen und dann senden wir es einfach doppelt, das Gedicht. Ja, warte, aber dazu mache ich so. Mit dem Gedicht, ne? Mach, leg los. Okay, die Tulpe. Dunkel war alles und nachts. In der Erde tief die Tulpe. Nein, das fühlt sich irgendwie so poppig an. Oder machst du ohne die Rassel. Ja. Ja, was ist denn das Gedicht? Oder wollen wir lieber die Räuberbraut? Gedicht haben wir ja schon, ne? Aber irgendwie hört sich das gut an. Ja. Poppig. Das ist ja mal raffinierter. Jetzt bist du wieder da.
Und ich lade die Hände von ihrer toten Kunde, sich auf die Hände umdrehen, dann ist es Zeit aufzustehen. Mach dir doch nicht so viel Erlaubnis auf. Die Lichter, die da einleuchten, wollen auf deinem Fenster brennen. Hättest du die Feuer anzünden sollen, sie verbrennen, sollst du sie stellen. Erhellen sie viel zu brennen, den Weg zum Tor, ich könnte wie ein Schneller einkehren. Hör mir nicht mehr aus, es ist aus. Ruf mich nicht bei den Namen, die ich ja ganz am Anfang nur eingereicht. Darunter hat mich nicht wenig, oder ja, ich kann nicht mehr. Irgendwas hat mich mal zu dir getrieben, was es war, weiß ich selber nicht mehr. Und was wäre ich hier hängen geblieben, weil ich dachte, dass ich zu dir gehöre. Und jetzt hab ich dir noch nicht einmal aufgehört, in der Hoffnung, dass wir genau so was wie dich hält man nur einmal im ganzen Leben. Sehr sich noch aus, mach dich nicht zu lieben. Es ist alles, mach dich zu lieben. Ich nur ihm ist es in den Ohren, du warst bei Das war toll, das war klasse. Ja. Du hast eine richtige gute Rhythmusmaschine. Hm? Mhm. Wo hast du denn das gelernt? Nirgendwo. Was? Nein. Und kannst du schon so gut, so schön Rhythmus? Ja, ich hab's nie gelernt. Nee. Ich hab dann nie sowas in der Hand gehalten. Boah. Ich hatte zwar das hier, aber hier noch so eine Plastik. Ach so, noch so ein Trommelfell. Noch. Ja, so ein Trommel. Da habe ich immer so gemacht und dann hat sich auch so geblockelt. Mhm. Weißt du, wie das heißt? Wie denn? Das Instrument. Tamburin. Ach so, ja, jetzt fällt es mir wieder ein. Hast du das gewusst? Ja. Das heißt, ja. Aber seit langem habe ich das vergessen. Aha. Und jetzt machen wir mal die Räuberbraut mit Tamburin. Mhm. Ja? Ich muss das gleich gehen. Ja. Mal loslegen. Ja, aber nur am richtigen Zeitmoment darf ich die Glöckchen. Können wir mal ein bisschen probieren, ob das gut klingt. Bei der Höhle. Weißt, da könnte ja so eine Glocke dran sein. Ja. Genau, bei der Höhle ist ja oft eine Glocke dran, dass man weiß, wenn jemand kommt. Ja, dann klingelt man und dann kommt derjenige raus. Der Höhlenbewohner. Der Räuber oder der Bär? Der Räuber. Bären wohnen auch in der Höhle. Ich weiß. Heißt der Räuberhöhle, uns heißt aber auch Bärenhöhle.